Heute betrachten wir aus der Sicht der Kunstgeschichte den Lettner im Naumburger Dom. Im Hochmittelalter hatte jede Bischofskirche eine solche Raumbarriere. Mit dem Lettner wurden unterschiedliche liturgische Funktionsorte voneinander getrennt. Messen und Stundengebete konnten so ungestört parallel abgehalten werden. Von der Lesebühne des Lettners aus wurde die Heilige Schrift verkündet, wurden Reliquien feierlich präsentiert und Bekanntmachungen verlesen. Peter Böhmer ist Kunsthistoriker. Lettner gehören zu seinem Spezialgebiet, ebenso Skulpturen des Mittelalters. Eine seiner wichtigsten wissenschaftlichen Methoden ist die Ikonographie, also die Deutung der Bildinhalte. Was liest er aus den Reliefs? Zuerst einmal, dass sie das letzte Abendmahl Christi, die Auszahlung der Silberlinge an Judas und die Gefangennahme Christi zeigen. Die Einzigartigkeit des Naumburger Bildprogramms liegt in der Darstellung der Passionsgeschichte. Besondere Betonung in der Darstellung der Person Christi erfährt das bewusste Erdulden der Passion. Zentrum des Lettners ist das Portal mit dem gekreuzigten Christus, formal und heilsgeschichtlich. Aber auch seine Bildsprache ist hochinteressant. Noch im 12. Jahrhundert wurde der Gekreuzigte als triumphierender Gott gezeigt. Hier aber, im 13. Jahrhundert, sehen wir einen leidenden, sterbenden und damit menschlichen und den Menschen nahen Gott. Die Erklärung der Kunstgeschichtler, das Christusbild hatte sich gewandelt. Ganz anders ist das Bildprogramm im Westchor. Mit lebensgroßen Einzelstatuen wird hier an die Geschichte des Domstiftes erinnert. Sabine Treude, Kunsthistorikerin, promoviert über Stifterfiguren des Mittelalters. Besonders interessiert sie sich für die Naumburger, die sie zuerst einmal genau unter die Lupe nimmt. Dargestellt sind Adelige in der typischen höfischen Tracht des 13. Jahrhunderts. Die männlichen Figuren führen zudem Schilde mit sich, auf denen noch zum Teil Namen zu lesen sind. Hier zum Beispiel Echartus Marchio, also Markgraf Eckehard. Eckehard, dieser Name findet sich in einer Urkunde von 1249 wieder. Er gehörte zu 11 namentlich genannten Stiftern, die im 11. Jahrhundert für den Bau des ersten Naumburger Doms gespendet haben. Doch warum wurden 200 Jahre später Statuen für die Stifter errichtet? Die Literaturrecherche bringt eine Fülle von Theorien ans Licht. Die gängigsten? Mit den Figuren sollten rechtliche Ansprüche und Privilegien bezeugt werden. Oder die Stifter sollten, wenn im Westchor gebetet wurde, in Form von Statuen teilnehmen. Vielleicht steckt aber auch etwas ganz anderes dahinter. Sabine Treude wird in den nächsten Monaten jeder Spur nachgehen, jeden Hinweis überprüfen. Auf ihre Antwort sind wir gespannt. Neben dieser Frage nach der Funktion des Figurenzyklus fasziniert mich ganz besonders die Art, wie hier der Stifter gedacht wird, mit 12 Standbildern, die noch dazu ja sehr wirkungsvoll in die Architektur eingebunden sind. Sie stehen in Höhe eines Laufgangs und werden von Bogenstellungen gerahmt.